Willkommen zur ersten Ausgabe von MMO4U, einem Format, das ich lange in Planung hatte. Die Idee dahinter ist, jeden Mittwoch und Donnerstag spiele ich zwischen 20 und 24 bzw. 0 Uhr einem MMO meiner Wahl. Und ich werde einen neuen Charakter spielen bis zur maximalen Stufe. Das heißt, damit werde ich natürlich an einem Abend nicht fertig, sondern das wird dann über mehrere Abende gehen. Sobald ich die maximale Stufe erreicht habe und somit quasi die Levelphase abgeschlossen habe, wende ich mich einem neuen Spiel zu. Werde dies aber immer dann erst in den an dem Abend darauf quasi starten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel donnerstags eins abschließe, sagen wir mal 2 Stunden nach Streamstart, würde ich dann erst den Mittwoch darauf ein neues starten. Wir fangen an mit Guild Wars 2, das wollte ich schon länger mal wieder spielen und ja, ich habe eigentlich immer Menschen gespielt, außer einen Krieger ganz am Anfang, da hatte ich hier von den Asura eingenommen, aber ich kenne die Menschen einfach am besten, ich kenne das die ganzen Gebiete von den Menschen am besten, beziehungsweise halt die Startgebiete und werde damit glaube ich, am besten fahren. Ich nehme weiblich, weil, ich bin ganz ehrlich, bei vielen MMOs, finde ich, sind die männlichen Charaktere einfach schlecht gemacht. Und Guild Wars 2 gehört einfach dazu. Ja, was spielen wir denn am besten? Waldläufer habe ich bereits auf Max-Level. Würde ich also gerne vermeiden. Ein Magier habe ich auch schon. Ich glaube, Wächter ist ganz cool. Hatte ich damals in der Beta gespielt, hat mir sehr gut gefallen. So, und jetzt dürfen wir ein bisschen rumbasteln. Machen sehr klein. Körperbau. Oh. Bin kein Fan von so ganz dürren Ladies. Sieht immer so unnatürlich aus. Ja, das sieht doch ganz okay aus. Wer hat nur diese ganzen Gesichter fabriziert? Die sehen dann aus, als wenn die gerade 5 wären. Okay, das ist 60. Das Gesicht hatte ich, glaube ich, sogar mit meiner Waldläuferin. Gefällt mir aber an sich am besten. Obwohl das hier auch ganz nett ist. Wollte ich doch gerade hier. Das hier war auch ganz okay. Aber ich nehme einfach das Gesicht wieder. Das gefällt mir einfach am besten. Frisur. Nee. Ich weiß, ich bin für einen Kerl sehr, sehr wählerisch. Aber ich bin ein riesen Rollenspiel-Fan und bei mir müssen die Charaktere einfach... Die müssen was hermachen. Das finde ich eigentlich schon ganz nett. Wobei mir das hier auch sehr gut gefällt. Das ist warm, wäre eh nicht. Wie sieht das mit dem? Ach, das ist ganz nett. Ich glaube, das nehmen wir. So, Augen. Größe. Mal so Anime-Style machen oder halt. Oh, das sieht doch ganz nett aus.
Das lassen wir mal mittig, das ist ganz okay. Das war etwas heller. Ja, das ist glaube ich ganz okay. Ich liebe gelbe und orangene Augen bei Charakteren. Ich kann nicht erklären warum. Nasenlänge. Ich glaube, die können wir so lassen. Das kann etwas schmaler sein, so. So, das können wir so lassen. Der Mund sieht eigentlich ganz okay aus. Das Kinn und so, das können wir alles so lassen. Rüstungsfarben. Ganz ehrlich, wer Guild Wars 2 kennt, weiß, man kriegt ungefähr 8 Trillionen Farben im Laufe des Spielens. Wobei das ja mittlerweile nicht mehr ganz so krass ist. Ich weiß noch, zu Release hast du alle 2 Minuten eine Farbe gedruckt gekriegt. Die Ausrüstung werden wir auch öfter wechseln, das heißt, wir werden sowieso ständig unsere Farben ändern. Ich bleibe jetzt einfach mal bei den Farben, wie sie sind, denke ich. So. Als Zeichen meiner Hingabe trage ich einen. Ja, das. Schwierige Situation meister ich mit Charisma, Würde oder Wildheit. Machen wir Würde. Als Wächter sind wir so ein bisschen so. Wir haben einen gewissen Ehrenkodex. Ich bin auf der Straße aufgewachsen. Bei einfachen Leuten oder in adeligen Kreisen. Ich habe alles schon gespielt. Ich glaube, bei adeligen Leuten nehme ich mal. Zu den Dingen, die ich am meisten bereue, gehört, dass ich nie nach meinen wahren Eltern gesucht habe, nie den Leichnam meiner Schwester gefunden habe und die Möglichkeit ausgeschlagen habe, im Zirkus aufzutreten. Finde ich übrigens immer noch die witzigste Sache überhaupt. Das sind zwei halt so richtig emotionale Sachen und dann so, ich konnte nicht in den Zirkus, ich habe mich nicht dafür entschieden. Das ist einfach episch. Ich glaube, das mit den Eltern habe ich noch nie genommen. Ich habe immer das mit der Schwester, dass ich den Leichnam nicht gefunden habe, grundsätzlich genommen, weil das halt einfach so eine gewisse Tragik hat. Aber ich glaube, ich nehme heute mal das mit den Eltern. Sollte passen. Man sagt, Punkt, 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 habe mich gesegnet, als ich noch ein Kind war. So, schauen wir mal. Göttin der Heilung, der Luft und des Lebens. Nö. Eisen des Tors. Ich will mich nachgeborgen. Nein. Gottes Krieges auch nicht. Tieren. Wasser und Öl, so wir sind alle nicht so. Oh, hier. Göttin der Ordnung. Des Geistes und der Wahrheit. Sie war einst sterblich wie ich. Sie inspirierte mich täglich mutiger zu werden und ein. Und Herz, Geist und Handeln auf den rechten Weg zu bringen. Na, das passt doch perfekt zu dem, was ich mir gerade schon vorgestellt habe, dieses, ne, so eine gewisse Ehre. Perfekt. Jetzt ist die Frage. Asuna. Den Namen hatte ich vorher bei einem Charakter, den ich heute löschen musste, weil ich keinen Platz mehr hatte. Dürfte also da sein. Jawohl. Einst herrschten die Menschen über Tyria. Jetzt können wir kaum die Stellung halten. Man hat uns bezwungen, zurückgeworfen und erniedrigt. Aber wir geben nicht auf. So viele Nationen sind gefallen. Nur Kryta bleibt standhaft. Wir sind stark im Glauben, obwohl die Sechs schweigen. Wir werden tapfer. Widerstand leisten in Götterfels. Die Stadt ist mein Zuhause. Ich stamme aus noblen Verhältnissen, aus Götterfels Adel.
Und Privilegien bringen Verantwortung mit sich. Ich beschütze die mir unterstellten einfachen Leute. Sie glauben an mich. Ihr Vertrauen ehrt mich. Ich werde sie nicht im Stich lassen. Heute wollte ich mich vor die Stadttore wagen und die Welt mit eigenen Augen betrachten. Aber als ich Shaymor erreichte, wurde es von Zentauren belagert. Unschuldige Dorfbewohner sind in Gefahr. Sie brauchen Hilfe. Ich zeige den Menschen, dass wir siegen können und es noch Hoffnung gibt. Das ist meine Geschichte. Und das aber auch schon. Ja, man muss sagen, Guild Wars 2 ist eins der wenigen MMOs, wo mich die Story wirklich so ein bisschen mitgerissen hat. Da gibt's nicht viele von. Wir werden angegriffen! Alle rüber zum Gasthaus! Wir beschützen euch im Gasthaus! Ich brauch keinen Schutz, aber danke trotzdem. Ah ja. Erstmal direkt einen auf die Ohren. Man kann unten rechts sehr schön erkennen, wir werden über die Karte geführt. Alles sehr übersichtlich. Bäm. Feldwebel, noch mehr Zentauren auf der anderen Seite des Dorfes. Hauptmann Thackeray fordert Verstärkung bei der Festung an. Wenn er Hilfe anfordert, muss es ernst sein. Aber ich kann niemanden entbehren. Ich gehe hin. Hauptmann Thackeray war immer für Götterfels da. Ich werde ihm helfen, wo ich kann. Balthasar segne euch. Mit dieser Einstellung siegen wir. Viel Glück! Okay, gehen wir mal zur Festung und versuchen zu tun, was getan werden muss. Ich muss übrigens ein bisschen gucken, seit ich das letzte Mal aktiv gespielt habe, hat sich eine Menge verändert am Interface. Das ist ja riesig. Aber dann kriegen wir hin. Was habe ich da für einen Brief? Was ist das? Achso. Das ist der Ring, den ich damals für die Vorbestellung bekommen habe. Ausrüsten. Vielleicht noch ein bisschen den Charakter pushen. Meine Stimme ist leiser als das Game. Hallo Sekka übrigens. Skirksen, Entschuldigung. Ich mach mal lauter. Sollte jetzt besser sein. Und dann sind wir schon die Zentauren. Ich kriege jetzt erstmal einen auf die Nase. Ja. Hexer. Wir haben im Moment leider nur die Standardattacke. Die restlichen schalten wir frei, indem wir die anderen Attacken verwenden. Hauptmann Thackeray übernimmt diese Seite. Wir müssen ihm den Rücken decken. Ich werde weiterleben. Komm her! Wie er wegläuft. Voll das Mädchen. An die Verteidigung! Oh! Entschuldigung, Kampfkanikel, ich habe dich nicht gesehen. Ich war gerade so im Spiel vertieft. Beziehungsweise auf mein Gelaber. Tut mich sorry. Aber auch du sei herzlich gegrüßt. Nicht
nicht nachlassen. Ein Level-Up wäre schon ziemlich geil. Ich will eine neue Tabau. Chef. Jetzt wird's nochmal lustig. Interessant, dass ausgerechnet der Champion, der Anführer dieser Zentaur, viel kleiner ist als die anderen. Ich kann dich besiegen, komm nur her. Wie er wegläuft. Fertig, weil ich habe eigentlich mein System Lautstärke auf volle Pulle, also wirklich lauter machen kann ich das nicht, wenn dann halt die Spiellautstärke an sich. Nur bei mir ist die gerade schon mega laut. Aua, geh weg Mann, was willst du? Scheiße, ich bin da. Tatsächlich ist der OBS-Regler aber auf 100%, also wo ich kann da nichts herstellen. Was ist passiert? Ihr wurdet verwundet, als der Elementar explodierte. Hauptmann Thackeray hat euch persönlich hergebracht. Ihr wart 3 Tage ohne Bewusstsein. Ihr hattet viele Besucher, Bürger, die ihr gerettet habt, einige Seraphen und sogar einen Adligen aus der Stadt. Er kam mehrmals her. Das ist bestimmt Fürst Fahren. Ich muss ihn aufsuchen, sobald es mir besser geht. Was sollte ich jetzt tun? Frische Luft und Bewegung sind die beste Medizin. Die Göttin Dwayna hat euch geholfen. Vielleicht könntet ihr anderen helfen. Das werde ich. Danke, dass ihr euch um mich gekümmert habt. Mögen die Götter euch segnen. Im Tal ist vieles zu tun. Dwayna schütze euch. Tada! Schau mal da. Streitpulver. Ich will ein Schwert. Was soll das? Schwerter sind viel cooler. Ich kann auch noch keine zweite Waffe anlegen. Wie mies. Waisenkind Jojo. Geiler Name. So, ich gucke jetzt erstmal wegen dem Sound kurz. Also mein Mikro kann ich noch ein bisschen höher stellen. Jetzt ist es 100%. Ups, da hat es kurz gepinkt. Also ich kann auch nochmal hier, hier, bisschen Spiellautstärke höher drehen. Mal sehen, ob das hilft. Stufe 2. Okay, okay, was haben wir da? Symbol des Glaubens, Schmetterlinge auf dem Boden, der Gegner Schaden zu verbündet teilt. Oh yeah.
So. Die Felder hinter Shaymore sind Kryters Kornkammer. Seit dem Zentaurenangriff versuchen die Bewohner, ihr Leben wieder aufzubauen. Doch mit den Banditen und wilden Tieren dort ist das nicht leicht. Wartet nicht auf eine schriftliche Einladung. Geht und helft ihnen.